Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PE und heute spielen wir eine Runde Bad Wars auf dem Endgame-Server. Ja, die IP habe ich mal in der Beschreibung verlinkt und das Texture-Pack, das ich hier spiele, ist das Deadfighter 0,4K-Pack. Ja, ich habe heute auch ein Thema am Start und zwar wollte ich heute mal ein bisschen über Mäuse reden. Ich habe jetzt aktuell die Sharkoon Shark Force, das ist jetzt nicht so die krasseste Maus. Ja, sorry, dass ich so Java-mäßig baue, ich bin gerade so ein bisschen am Java trainieren. Na, jedenfalls wollte ich mal euch fragen, ob ihr irgendeine Maus habt, die ihr mir empfehlen könnt, weil ich... Ja, hab aktuell so eine 10-Euro-Maus und ich kann zwar auf der halbwegs gut Butterflyen, aber das ist halt so nicht alles, worauf es ankommt, finde ich. Generell kann ich mit der halbwegs gut umgehen, aber es geht auf jeden Fall deutlich besser. Und deswegen wollte ich jetzt mal genau einfach fragen, ob ihr da eine Empfehlung habt. Ich habe doch letztens eine Instagram-Abstimmung zugemacht, aber da reiche ich jetzt nicht so viel, wie wenn ich einfach hier frage. Wenn ihr irgendeine nice Maus kennt, mit der man gut Butterflyen kann, mit der man gut abusen kann, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin jetzt auch gerade im Überlegen, ob ich mir die SteelSeries Rival 600 hole oder eventuell auch die Razer Deathadder Elite. Das sind aktuell so die Favorites in meiner Auswahl. Schreibt es aber mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Lol, die leckt immer richtig heftig. Was ist das? Achso, das ist einfach ein komischer Skin. Ja, und ich weiß auch nicht, was für ein Typ ich eher so bin, ob ich eher so der Abuse- oder Butterfly-Typ bin, aber ich glaube, ich bin generell eher so der Butterfly-Typ. Weil Abuse ist irgendwie so, keine Ahnung, das kann ich irgendwie so gar nicht. Ich wollte auch demnächst mal eine Runde in MC Java auf Nerox-Face aufnehmen. Muss ich auch noch schauen, wann ich das mache, wie ich das mache. Leute, wenn ihr Video-Ideen habt, bitte schreibt's in die Kommentare, weil ich bin echt nicht so... Ich habe echt nicht so die krassen Ideen für Videos, aber halt irgendwelche Challenges mit anderen oder was das echt, keine Ahnung, könnt ihr irgendwie mal reinschreiben. Ja, und es haben jetzt auch schon Leute mehrmals gefragt, wann denn ich wieder ein neues Video mache. Weil ich habe ja in meinem Comeback-Video, habe ich ja gesagt, dass ich jetzt mal Videos mache, wenn ich Bock drauf habe. Und jetzt gerade habe ich richtig Bock aufzunehmen. Wenn ich aber keinen Bock drauf habe, dann mache ich ja kein Video so. By the way, falls ich noch nicht gesagt habe, das ist das Deadfighter 0,4K Abo Pack. Ich finde es auch eigentlich ein ganz nices Pack. Wie ihr seht, ich habe auch keine besondere Klicktechnik. Ich habe Butterfly so ein bisschen geübt. Also bei M&G Rush geht es so halbwegs, aber ich sag mal so, die Kunst zu Butterfly ist jetzt, ja, das ist jetzt okay, ist schon schwierig. Aber ich finde eher ist die Kunst damit dann noch zu aimen, weil es ist halt wirklich bei allen Klicktechniken so, finde ich. Also ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, mal gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt heute echt viel in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr Bock auf Java-Videos hättet. Steigt jetzt auch nicht auf Java um oder so. Ich finde, PE macht schon noch Bock, aber es ist halt einfach auch generell viel lagfreier. Ich gebe da jetzt nicht die Schuld an irgendwelche Server. Also in irgendwelche PE-Server oder so. Versucht mal einen Butterfly zu holen. Bro, was ist denn das? Warum connecten da denn keine Hits? Ein Zeichen Glück. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, ich mache gerade noch eine Runde und dann sehen wir uns gleich. So, eine Runde versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu Butterflyen, zu... Ja gut, MC ist jetzt auch noch gecrashed, dankeschön. Minutes later. So, nach gefühlt einer halben Stunde habe ich jetzt auch wieder ein paar Leute geholt in der Runde. Dankeschön, dass ihr jetzt einen Pickel gekauft. Was ich jedenfalls auch noch sagen wollte, ist, dass ihr gerne mal Fragen in die Kommentare schreiben könnt, weil ich demnächst wieder ein Q&A machen würde. Und ich habe jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung wie lange, eine halbe Ewigkeit gebraucht, um eine Runde zu finden. Wir haben jetzt Vormittag am Donnerstag. Da sind halt nicht so viele Leute online, denke ich mal. Das wird es, denke ich mal, gewesen sein. Ich versuche mal ein bisschen zu Butterflyen. Na gut, ich weiß nicht. Ich versuche mal die Runde mit Butterfly zu spielen. Ja, und wie gesagt, ich würde dann demnächst nochmal ein Q&A machen. Deswegen haut auf jeden Fall mal Fragen in die Kommentare. Ja, was ist los? Also Butterfly kann ich jetzt auch nicht so lange. Ich kann es eigentlich gar nicht. Ich, wie gesagt, bin es gerade am Üben. Auch so ein bisschen für Java, das mache ich immer bei MLG Rush.
Der schwitzt, glaube ich, gerade so ein bisschen auf Block-Saves. Ja, ich hab verkackt. Cool. Das war's noch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann und ciao.